ist die letzte Talkshow der Woche. Hoi miteinander. Mein heutiger Gast ist niemand anders als der Lokalradio-Macher Roger Schawinski. Roger, hallo. Hallo. Freut mich, dass ich der erste Gast in deiner ersten Sendung bin. Frag mich doch, wer ich bin. Roger, aus welchem Grund soll ich dich fragen, wer du bist? Ich weiss genau, wer du bist. Weil mein Buch so heisst. Wer bin ich? Es ist die erste Autobiografie, die jemals ein Radiopionier aus Zürich-Wiedeke geschrieben hat, wo Number One von Sat 1 war. Ehrlich gesagt, bei deinem Buch haben mich die Stellen, wo du über deine erotischen Flirt mit deinen Radiokonzessionen schreibst, total gelangweilt. Interessanter sind die Kapitel über deine vielen Frauen. Dort, wo du ein bisschen von deinem inneren Kern erzählst, dort, wo du selber mit dir happern tust. Ja, das ist auch immer wieder beeindruckend für mich selber. Aber frag mich jetzt doch, wenn ich das geschafft habe, gegen alle anderen eigensüchtigen Verleger, die beste Zeitung, das interessanteste Radio und das tollste Lokalfernsehen. Das finde ich eben gerade, Roger, nicht so spannend. Bujo, finde ich nicht gut. Lass dir eins von einem Tagprofi sagen. Du sollst deine Gäste ausreden lassen. Also, was hat dich in meiner Autobiografie, wo ein Erfolg nach dem anderen beschrieben wird, am meisten inspiriert, begeistert und berührt? Also ganz ehrlich, Roger, meine Lieblingsstelle, die wirklich das gewisse etwas hat, ist die. Ich habe extra dein Buch organisiert und jetzt lese mal vor. In Zürich erreichten mich weiterhin ihre parfümierten Briefe und verstärkten die Sehnsucht nach meiner süßen Puerto Ricanischen Geliebten. Roger, ganz ehrlich, ich hätte es nicht besser können sagen, du hast Zeug zum Bachelor. Hey, Wuyo, you're my hero. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass ich auch auf diesem Gebiet könnte der Welt ganz neue Impulse geben. Klar, aber eins musst du wissen, auf diesem Gebiet romantischer Bachelor zu sein, das Wichtigste habe ich schon erfunden, das weißt du schon. Echt? Und was ist das? Hallo, Roger, der superschöne Sonnenuntergang. By the way, das war meine Idee. Okay, who cares? Ganz ehrlich, Roger, für mich bleibst du weiterhin Number One. Aus diesem Grund haben wir auch etwas Spezielles einfallen lassen. Bei den Frauen habe ich mich gefragt, wo die Rose annehmen. Die sagen einfach, nimm die Rose bitte an. You're my sunshine. Das war es mit der heutigen Sendung. Ich freue mich auf nächste Woche mit der super scharfen Bundesrätin Doris Leuthard. Und sie wird dann fragen, wieso sie eigentlich nie bei Giacomo Miller auftreten ist. Danke. Das ist die letzte Talkshow von der Woche. Hoi miteinander. Mein heutiger Gast ist niemand anders als der Lokalradio-Macher Roger Schawinski. Roger, hallo. Hallo. Freut mich, dass ich der erste Gast in deiner ersten Sendung bin. Frag mich doch, wer ich bin. Roger. Ja, das ist auch immer wieder beeindruckend für mich selber. Aber frag mich jetzt doch, wenn ich das geschafft habe, gegen alle anderen eigensüchtigen Verleger, die beste Zeitung, das interessanteste Radio und das tollste Lokalfernsehen. Das finde ich eben gerade, Roger, nicht so spannend. Bujo, finde ich nicht gut. Lass dir eins von einem Tagprofi sagen. Du sollst deine Gäste ausreden lassen. Also, was hat dich in meiner Autobiografie, wo ein Erfolg nach dem anderen beschrieben wird, am meisten inspiriert, begeistert und berührt? Also ganz ehrlich, Roger, meine Lieblingsstelle, die wirklich das gewisse etwas hat, ist die. Ich habe extra dein Buch organisiert und jetzt lese mal vor. In Zürich erreichten mich weiterhin ihre parfümierten Briefe und verstärkten die Sehnsucht nach meiner süßen Puerto Ricanischen Geliebten. Roger, ganz ehrlich, ich hätte es nicht besser können sagen, du hast Zeug zum Bachelor. Hey, Wuyo, you're my hero. Das habe ich mir nicht gedacht. Aus welchem Grund soll ich dich fragen, wer du bist? Ich weiss genau, wer du bist. Weil mein Buch so heisst, wer bin ich? Es ist die erste Autobiografie, die jemals ein Radiopionier aus Zürich-Wiedeke geschrieben hat, wo Number One von Sat 1 war. Ehrlich gesagt, bei deinem Buch haben mich die Stellen, wo du über deine erotischen Flirt mit deinen Radiokonzessionen schreibst, total gelangweilt. Interessanter sind die Kapitel über deine vielen Frauen. Dort, wo du ein bisschen von deinem inneren Kern erzählst, dort, wo du selber mit dir happern tust. Ja, nicht überlegt, dass ich auch auf diesem Gebiet könnte der Welt ganz neue Impulse geben. Klar, aber eins musst du wissen, auf diesem Gebiet romantischer Bachelor zu sein,
Das Wichtigste habe ich schon erfunden, das weißt du schon. Echt? Und was ist das? Hallo, Roger, der super schöne Sonnenuntergang. By the way, das war meine Idee. Okay, who cares? Ganz ehrlich, Roger, für mich bleibst du weiterhin Number One. Aus diesem Grund haben wir